bedankt sich die Bundesregierung auch damit, also bedankt sie sich für die Gewalt der Polizisten gegenüber friedlichen Demonstranten, gegenüber Journalisten, Herr Sabat, das war die Frage. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Yes, I'm listening. Waren da, auf welcher Rechtsgrundlage und warum? Und Herr Sabat, wir haben ja in den letzten Tagen viel Lob von der Kanzlerin für die Polizei gehört. Was sagt die Kanzlerin denn zu der Gewalt, die von Polizisten ausging? Also es wurden ja auch viele Demonstranten verletzt von Polizei, die nicht gewalttätig waren, die friedlich demonstriert haben. Und was sagt die Kanzlerin bezüglich der Gewalt gegen Journalisten auf dem Gipfel? Also es gab Attacken unter anderem auf Bildreporter, es gab Attacken auf Fotografen mit Schlagstöcken. Hat die Kanzlerin dazu eine Haltung? Zu der Frage an mich. Die Sicherheitskräfte haben in Hamburg in einem sehr schwierigen Einsatz alles getan, was möglich war, um das Recht auf friedliche Demonstration zu gewährleisten. Und das ist ihnen auch gelungen. Ansonsten habe ich für die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung die Solidarität mit den Einsatzkräften und den großen Dank an die Einsatzkräfte ausgedrückt. Und dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Bedankt sich die Bundesregierung auch damit, also bedankt sie sich für die Gewalt der Polizisten gegenüber friedlichen Demonstranten, gegenüber Journalisten, Herr Sabat, das war die Frage. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Herr Dimroth, vielleicht bei Ihnen, erkennt denn Ihr Ministerium an, dass die Polizei auch Gewalt gegen friedliche Demonstranten und Journalisten angewendet hat, und hat Ihr Ministerium eine Bewertung dessen, einen Kommentar? Das überrascht mich jetzt fast etwas, die Frage, weil wir ja schon mehrfach, also Herr Seibert sehr allgemein und ich in einzelnen Punkten darauf hingewiesen haben, dass die polizeiliche Führung dieser Lage in Hamburg lag. Das heißt, Ihre Frage nach konkreten Maßnahmen, auch deren Verhältnismäßigkeit oder Unverhältnismäßigkeit, müssten Sie die Hamburger Kolleginnen und Kollegen stellen, nicht mich oder nicht mir, Entschuldigung, nicht mir, darf ich kurz, danke, ja. Nicht mir. Und im Übrigen haben wir sehr deutlich gemacht, jedenfalls war das der Versuch, und der Minister auch durch seine Äußerung am Wochenende, die Bundeskanzlerin, Herr Seibert hier, dass es grundsätzlich mal Anlass ist, Polizistinnen und Polizisten, die einen solch schweren Einsatz hinter sich haben, für die Sicherheit in der Stadt und für die Sicherheit des Geschehens und des Gipfels Danke zu sagen. Und das ist erstmal die zentrale Botschaft. Nochmal, ob und inwieweit es in möglichen Einzelfällen Dinge gegeben hat, die nicht den Vorgaben entsprechen, das müssten Sie die Hamburgerinnen und Hamburger fragen, die dafür Verantwortung tragen. Und die dann im Weiteren den von Herrn Seibert gerade beschriebenen Aufarbeitungsprozess dieses Einsatzes sicher auch nutzen werden, sich solchen Fragen kritisch zu stellen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Dass Ihre Botschaft Danke an die Polizei ist, ist uns allen klar. Aber Sie sind hier Veranstalter des G20-Gipfels gewesen. Und von Ihnen möchte ich wissen, ob Sie die Polizeigewalt anerkennen und die vielleicht sogar verurteilen. Ja, aber Herr Jung, das hatten wir hier auch schon mehrfach und Sie nutzen das ja dann gelegentlich auch, um das etwas sozusagen ins Lächerliche zu ziehen. Aber es gibt ja grundgesetzlich vorgesehene Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern. Das sollte Ihnen nach so langer Zeit hier in der Regierungspressekonferenz als aufmerksamer Frager und Zuhörer eigentlich inzwischen bekannt sein. Und für die Gefahrenabwehr und damit für die Sicherheit solcher Großveranstaltungen ist das jeweils ausrichtende Bundesland zuständig. Und das mag Ihnen passen oder nicht, aber es entspricht halt unserer föderalen Sicherheitsarchitektur, die, wie gesagt, grundgesetzlich vor- und festgeschrieben ist. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money, I don't even know why.